Frühlingsstimmung im Stadion an der Grünwalder Straße und optimale Bedingungen für das Spiel von 1860-2 gegen Ingolstadt 2. Die Partie nach nur 2 Minuten mit dem ersten Höhepunkt. Giuseppe Leo in der FCI-Innenverteidigung verschätzt sich und dann macht Fabian Hürzler fast alles richtig. Aber der Ball an die Latte, so hieß es erst einmal, durchatmen für die Schanzer. Doch die jungen Löwen ließen nicht locker, hatten ein klares Chancenplus. Hier setzt sich Helmbrecht klasse durch und hat das Auge für Hürzler. Aber der vergibt erneut. Die Schanzer im Glück. Wir springen in Durchgang 2. Die 60er nach wie vor tonangebend. Scheidel bedient Sefferings. Der muss eigentlich nur noch einschieben, aber Ingolstadt. Götzendörfer klärt in höchster Not. Von Ingolstadt hingegen kaum etwas zu sehen. Diese Mini-Chance noch eine der besseren Möglichkeiten. Auf der Gegenseite strahlte 60 weiter Gefahr aus, wie nach diesem Fernschuss von Helmbrecht. Doch Schweiger pariert klasse. Der anschließende Eckball bringt wieder Gefahr. Doch Schweiger ist erneut zur Stelle. Der Keeper rettete den Schanzern hier bisher zumindest einen Punkt. Auf der Gegenseite dann doch mal der FCI. Ihr Nacho mit viel Platz kommt zum Schuss und fordert dann Handelfmeter. Schiedsrichter Steffen Grimmeisen gibt Eckball zu Unrecht. Bei Betrachtung der Wiederholung ist ein klares Handspiel zu erkennen. Die jungen Löwen also im Glück, dass die schwache Chancenverwertung nicht auf der Gegenseite noch bestraft wurde. So versuchten es die 60er selber nochmal, doch am Ende war es im Abschluss eine Kombination aus Pech und Unvermögen und so blieb es beim 0:0. Jetzt die Trainer mit den Stimmen zum Spiel. Ja, ich glaube, sie haben das Spiel auch gesehen. Also wenn man die Torchancen sieht, dann war, glaube ich, hätten wir das Spiel auch verdient gehabt zu gewinnen. Aber leider haben wir zweimal an die Latte geschossen, hatten dann die Riesenchance durch Simon Severin, dass man den Ball nicht trifft. Der eine oder andere Schuss ist wirklich knapp vorbeigegangen, aber irgendwie hat es heute nicht sein sollen. Und da muss man es auch mal akzeptieren, dass man das Spiel nicht gewinnt. Und wir bleiben weiter 6 Spiele ungeschlagen und haben im 4. Spiel jetzt halt nur 1 Gegentor kassiert. Und von dem her sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir vorne die Torchancen besser nutzen. Ja, mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden. Wir haben sicherlich schon bessere Spiele gemacht, fußballerisch. Haben aber viel Kampf, viel Leidenschaft mit reingebracht. Das war wichtig. Am Ende ein glücklicher Punkt für uns, aber den nehmen wir in unserer Situation auch gerne mit. Der gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.